belong to you. Moin, willkommen zu meinem zweiten Album 99-2000. Wir haben jetzt hier Wilmersdorf, 10x Vorländer, 4x Südwind. Dorna, Aufstieg auf die kleine Tacke, das war glaube ich TW60 in Dorna. 60, kann das sein? Garay, 1x E40 und Rosla, 3x Necmegan und 2x GET. Die damals umgekippt sind. Och, nee, einen davon. Nee, nicht umgekippt, da ist der Flügel abgerissen. Das waren Rosslauer, da stehen jetzt so 138er. Die Anlagen existieren schon auch nicht mehr. Ja, die genauen Typenbezeichnungen habe ich jetzt leider nicht immer so im Kopf. Aber ich weiß, das ging los in Dorna. Das weiß ich noch, da war so ein Energietag. Da haben dann alle so einen Umkreis, die so ein, ja, was ich denn, was, so, nee, Solar, ihr habt es ja noch nicht so. Windräder, also Biomasse, alles Mögliche halt, die halt erneuerbare Energien haben, so, ne, haben einen Tag der offenen Tür gemacht. Und unter anderem war halt der Besitzer von der Tacke in Dorna, hier steht's, ist eine TW60 gewesen, genau. Und da konnte man hochklettern, also der hat mich hochgelassen. Und durch den bin ich auf das Windkraftjournal damals aufmerksam geworden, 99, und habe mir dann gleich das Impressum abgeschrieben. Gab ja noch kein Handy zu abfotografieren, oder habe ich ein Foto gemacht, doch, klar, ich habe ja ein Foto gemacht mit meiner Kamera damals, analog, ne. Und dadurch bin ich auf das Windkraftjournal gestoßen und seitdem bin ich Abonnenter. Also kann man sagen, ich bin jetzt 23 Jahre Abonnent, Wahnsinn. Ja, so sieht das aus, da habe ich ein paar Zeitungen abfotografiert damals, ne. Was steht da? Errichtung der ersten DW62 in Losheim, Hocheifel. Vielleicht ist das für jemanden ein Begriff, ne. Hocheifel irgendwie, kann ja Sinn. Und so müsst ihr euch das vorstellen, meine Windkraftjournal-Zeitung, die kann ich euch auch vorstellen, halt jeder einzeln, weil das ist echt jede Menge. Bei den allerersten, ich habe schon mal eine jetzt abgefilmt von 1992, da ist ziemlich viel zu lesen, also nicht so viel Bilder jetzt, viele stehen auf Bilder, aber es hat auch viel zu lesen, viel Zeitgeschichte auch, ne? Auch aus ausländischen Windparks. Das Video habe ich fertig gemacht, habe ich aber wieder gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Das werde ich dann nochmal abfilmen. Aber ihr könnt mir nochmal Feedback hinterlassen, ob ihr da auch Bock drauf habt, auf nochmal Prospekte und halt einen Haufen Zeitschriften ab 1992 habe ich, ne. So, hier seht ihr die alte gute Tacke TW60, die in Windpark Dorna. Bis dato stand, keine Ahnung wie lange, irgendwann war sie weg. Das fand ich auch schade. Irgendwann war sie weg. Ja. Die hat doch so ein, wie so ein Ausguckturm da oben gehabt. Habe ich auch rausgeguckt dann. Sieht man gleich Fotos. Ja, da hat er mich alleine hochgelassen. Das war cool, habe ich mich gefreut. So, das ist schon in der Tacke drin. Ich glaube am Maschinenhaus oben. Also ins Maschinenhaus bist du nicht reingekommen. Du musstest ja auch dann aus dieser Aussichtsplattform, die da ist. Und von da aus hast du einen Deckel aufgemacht. Weil das Ding ist ja so klein, ne? Das ist der Turm. Sieht man hier. Da habe ich mich da reingequetscht, ey. Mit die guten Turnschuhe hier. Guckt ihr das an. Ich weiß ja, wie hoch die war. 30 Meter steht das hier irgendwo. Die Namenhöhe. Guck mal kurz, ob ich es erkennen kann. So sieht die aus. Ich habe mal schnell bei Windturbinenmodels geguckt. 30 Meter Namenhöhe haben sie. So sieht sie aus. Die da stand in Dorna. Geiles Ding, oder? Schade, dass sie nicht mehr steht. Mann. Wo sind wir stehen geblieben? Da stehe ich oben auf der Leiter, mache Fotos nach unten. So, und hier ist von unten nach oben fotografiert. Nee, oder? Nee, da bin ich kurz vom Maschinenhaus. Ja. Das war halt immer so eine Plattform. Also musstest du auch keine PSA machen. Ich hab's damals ja auch nicht so richtig. Ja, ich hab's schon, aber da war das nicht vonnöten. Ich meine, du hättest da auch fallen können, aber damals war es halt noch nicht so krass alles. So, hier. So sieht's aus. Und das ist der Ausblick dann auf den seine Höft. Ne? Und da hinten siehst du schon, hier, da. Da kam eine E66 hin. Oder beziehungsweise steht jetzt da. Da haben sie schon die Wegeplanung gemacht. Da stehen jetzt E66, Vestas V90, Nordex N117, Vestas V112, Vestas V80, 90, irgendwie so. Aber das soll ja auch schon alles repowered werden. Ich sage, die Zeit vergeht. Ja, so war halt der Blick da oben drauf. Windmesser stand auch da auf dem Feld. Also bei dem Besitzer. Ein riesen Windmesser.
Das war schon geil. Gut, die Fotos sind jetzt nicht so besonders, weil es war wirklich enge. Und ich da oben, ja, meine 17 Jahre. Ja, das, ich glaube, war das meine allererste Anlage, die, wo ich hoch konnte mit. Ja, kann man so sagen. Auf eine TW60 war ich oben drauf. Das habe ich schon ganz vergessen. Überleg ich mal. Habe ich damals aber, glaube ich, nicht gefilmt, sondern nur fotografiert. Möchte ich meinen. Ja, der Besitzer steht da unten. Meine Freundin steht auch mit da. Ja, das war cool. War ein Erlebnis. Wetter hat mitgespielt. Einwandfrei. Ja, hat er mich da auch geschickt. So, jetzt kommt hier Rossler. Ja, das ist Windpark Rossler mit zweimal Get. Habe ich nämlich und noch so eine Liste dreimal. damals immer gemacht, wo ich überall war. Ne? Dreimal Neckmigon und zweimal Get. Ja, und so habe ich eben mal geguckt, gegoogelt. Das war das Ende. Die haben sie einfach umgeschubst. Die Get habe ich nämlich, gibt auch Videos auch bei auf YouTube. Ne? Sehr schade. Traurig, traurig. Naja, so war das halt. Oder ist das halt, ne? Und da stehen jetzt 138 oder sowas. Und so sah es früher aus, ne? Altstädt, Nienstedt, genau, jetzt macht's Klick so. Und von so einer ist mal ein Flügel abgerobbt, ne? Jo. Hab ich da schon mal weitergefahren? Nicht angehalten? Doch. Ach, das ist, warte mal. Ich Ich guck guck mal mal kurz. kurz. Richtung Harz auch gefahren. Windpark Hain oder irgendwie so. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, da steht es auch nicht drauf. Wo das ist. Ja. Gut, auf jeden Fall ist das hier Garay. Das ist die E40. Die ist von 1995 und die steht heute noch. Und hier dreht Kennst du sich. den? Da, mit meiner guten Kamera. Kann ich mal kurz zeigen, welche Kamera das ist? Ich habe den Das ist Originalkarton. der Originalkarton von meiner Kamera. Die habe ich damals 98 oder so bekommen. Ja. War auch schweineteuer zu D-Mark-Zeiten. Eine Panasonic RX50 Videokamera habe ich heute noch. Und funktioniert noch. Nur der ein Akku ist schon platt. Ja. So, hier haben wir Windpark Wilmersdorf, ist das, glaube ich, ja. Trafostation hier, Fundamente von den Vorländern. Ach, da bin ich. Guckst du? So, hier, Vorländer. So, da waren die im Bau. Und in Wilmersdorf standen ja nicht so viele Südwind. Hier steht es ja auch. Errichtung und Betrieb von 14 Windkraftanlagen, Windpark Wilmersdorf. Ja, das war geil. Da standen so viele Südwind, ey. Ich hätte da mal noch eher hinfahren sollen, bevor sie wegkamen. Stand ein schöner 74 Meter Turm. Geil. Und jetzt sind sie weg. Ja, das war die Seite. Hier ist dieses Schild auch. Ich habe doch alles fotografiert. Weiß nicht, ob man das überhaupt lesen kann. Wie zu ranzoomen, weiß ich nicht. Vorländer GmbH. Ja, vier Südwind waren auf Wilmersdorfer Seite und Tempelfelde hatte ja die meisten Südwind. Ich weiß nicht mehr, wie viel es. Über 20 oder so, glaube ich. Ich habe das jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber es gibt Videos und alles. Ja, hier. Die Türme. Vorländer. Bäm. Das waren, glaube ich, 1000 kW Anlagen. Möchte ich meinen. FL. FL. Ach, schieß mich tot. Vorländer FL. 1054 müsste es gewesen sein. Ja, so sieht das aus da. Da kam ja noch die schöne Sonnenblume hin, die heute Gott sei Dank noch da steht. Das ist ja auch die einzige Folie noch, die da bleiben durfte. Wahrscheinlich wegen der Farbe. Ist aber auch kultig, eine Sonnenblume. Ne, als Windrad, herrlich. Ich weiß nicht, ob die hier drauf ist schon. So, ich guck mal hier weiter. Ja, da steht sie ganz rechts. Fällt gleich auf, ne? Und da stehen jetzt jede Menge andere Anlagen. Ja, da muss ich auch mal wieder hinfahren. Ich müsste überall hinfahren, wieder mal alle Windparks besuchen, aber naja. Die Zeit, wie immer, ne? Und ehrlich versiehst, bist du uralt und kannst nicht mehr. Ich kann leider nicht überall hin. Das ist das Blöde. Aber sieht schon geil aus, ne? Die Sonnenblume. Ja, da ist sie. Hier, dann genau auf dem Weg zur Ostsee, da habe ich immer einen Ostseeurlaub gemacht und natürlich dann in Tempelfelde und Wilmersdorf eine Rast gemacht. Und hier mein erstes Auto, Opel Astra Caravan, Baujahr 91, mit Jetpack oben drauf. 14 Tage drin gepennt in Ostseebad Rilrik, Wusroer Hals, genau. 14 Tage drin gepennt, einwandfrei. Das waren Zeiten. Ja, hier ist er.
Die Jute. Die Jute. Geil, geil, geil. Gut, hier habe ich noch irgendwas Wilmersdorf, ja. Hier siehst du auch noch ein Bild von der Südwind. Die sieht man jetzt hier nicht drauf. Ah, ich habe noch im Album die Südwind auch noch. Kommt auch noch alles. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, zeige ich euch das natürlich auch. Fragen, Antworten zum Thema Windenergie. Hier siehst du noch das Maschinenhaus mit Narbe dran. Oh, so geil, ey. Hammer. Ja, meine Lieben, das war das Fotoalbum. Es war jetzt nicht komplett voll, aber ich denke doch sehr interessant, ne? Gut, dann sehen wir uns bis zum nächsten Fotoalbum. Renion!